Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen jetzt den Prolog bzw. die Pilot-Episode von The Director's Disorder. Das ist ein Horrorgame, in dem wir einen Schauspieler spielen, der von einem verrückten Regisseur gefangen genommen wird. Und wir müssen sein krankes Spiel mitspielen. Und er hat irgendwie quasi ein Drehbuch für uns ausgearbeitet und wir müssen halt dieses Drehbuch spielen. Da oben links seht ihr ihn auch schon scheinbar. Er sieht nett aus, wird bestimmt schön mit ihm zu drehen. Und wir schauen mal rein. Es gibt mehrere Enden, je nachdem wie man sich verhält, ob man alles befolgt oder alles nicht befolgt. Man kann natürlich auch sterben. Kurz gesagt, es ist die Rolle deines Lebens. New Game, Nacht 1. It was nice of Nana to let me stay at her place for a few days, so I can have some time alone to think. Just need to wait for things to cool down, so I can go home again. Okay, er bleibt bei seiner Oma, um ein paar Tage den Kopf frei zu kriegen, damit er dann wieder nach Hause kann. Warum? Wieso? Weshalb? Keine Ahnung. Truck. Okay, Truck. Leave. Ach, wegfahren einfach. Okay. Ich schätze mal, wir sollen direkt oder können direkt ins Haus rein. Go inside the house. Letter von Grandma. Das ist cool gemacht. Was ist das? Ist das eine Katze oder ein Hund? Look. How could I ever forget? That was the summer Mom was traveling for work, so I had to stay here. The key should be in the shed then. Okay, wie könnte ich das jemals vergessen? In dem Sommer war Mom unterwegs, reisen. Beruflich am Verreisen. Der Schlüssel sollte in der Hütte sein, möchte. Ich hoffe, dort ist eine sichere Fahrt von Kalifornien, mein Schatz. Kannst du dich erinnern, als du dich Hüfte? Als du bei uns vor Jahren geblieben bist. Ich habe dort den Schlüssel gelassen. PS, danke, dass du auf Ace für mich aufpasst. Lieb dich. Okay? The Shed. Das müsste so eine kleine, so ein Schuppen oder eine Hütte sein. Wo auch immer der sein könnte. Ich schätze mal im Garten. Ah, eine Leiter? V, um den Leiter aufzunehmen. Sehr schön. Okay, ich sehe schon. Ich erkenne das Feuerzeug wieder. Das müsste tatsächlich auch auf Basis der Horror Engine sein. Aber das ist nicht schlimm. Use Window. Hey! Dann bist du Ace, oder? Ach... Bist du ein Guter? Und das ist die Omi, guck mal. Wie schön. Sieht ja echt gemütlich aus hier. Keine Ahnung, wo das hier noch hinführen soll. Da hinten scheint die... Das ist auch nicht die Hütte, oder? Nee, das ist irgendein andere. Da steht noch was. Gucken wir mal da. Nee, das ist ein Felsen. Hä, wo soll denn diese Hütte sein? Schon direkt verwirrt. Ich hoffe, ich huste euch nicht die ganze Zeit voll. Ich bin nämlich leider etwas erkältet. Aber das wird... Ach, da hinten. Guck mal. Was war das? Toll! Omi brennt Schnaps. Schwarz. Ah ja. Housekey. Sehr schön. Hallo? Oh. Hallo? Na, dann gucken wir mal, was uns im Haus erwartet. Geh in das Haus rein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt schon die Anweisungen sind. Oder sind wir erstmal im Tutorial? Ja, da ist er ja! Ace! Hey, Buddy! Boy, is it good to see you. I should probably look for that chore list she mentioned. It should be on the table, I think. Was, wir sollten nach einem... Ach so, nach einer To-Do-Liste. Nach unseren Aufgaben sollten wir gucken. Sollte auf dem Tisch liegen. Okay, look. Komm, mein Schatz. Versicher dich bitte zuerst, dass alles auf der Liste ist, bevor du schlafen gehst. Ich weiß, du musst müde sein nach der Fahrt, aber du darfst nicht diese Aufgaben vergessen. Ace muss gefüttert werden. Sein Essen ist auf
dem Schrank in der Küche. Also alles, was du tun musst, ist, etwas in seine Schüssel zu tun und es auf den Boden zu stellen. Bring etwas Feuerholz von der Hütte zum Kamin im Haus. Es wird nachts wirklich sehr kalt und ich möchte nicht, dass du frierst, mein Süßer. Die Kerze deiner Mutter muss angezündet werden. Ich bin sicher, es würde sie glücklich machen, wenn sie sieht, dass du dich immer noch darum kümmerst nach all der Zeit. Aber am wichtigsten ist, ess etwas. Ich habe etwas von deinem Lieblingsessen auf dem Tisch stehen lassen. Du musst sehr hungrig sein, also iss auf. Nana, also Oma. Quasi Nana ist so wie Omi oder Oma. Okay, Radio. Machen wir erstmal aus hier. Complete To-Do-List. 3 Sachen müssen wir machen. Ace füttern. Moms Erinnerungskerze anzünden, Feuerholz reinbringen und Omis Essen essen. Da ist die Omi. Okay, wir können mit mittlerer Maustaste. Okay, sollte auf dem Schrank sein, das Futter? Habe ich das richtig verstanden? Oder im Schrank? Das ist unser Essen. Dogfood, hier. Okay, Dogfood. Wo ist dein Napf, mein Guter? Hier. Zack. Pick. Da rein. Da, bitte. Guten Hunger, Junge. Ah, warte mal. Pick up. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt machen soll. Pick up. Oder muss ich die Schale nehmen? Reinschütten. Das ist auf jeden Fall so eine Hand manchmal. Tja. Ich habe keine Ahnung. Ach, vielleicht da rein. Warte mal. Da rein. Ah, okay. So, mein Guter. Hier, Fressi, Fressi, wo bist du? Komm her. Ja. Was hat der Papa hier? Ach so, da hinstellen. You check on Mom's memorial behind the house. I think the candles might need to be relit. Okay. Dann müssen wir uns das Ding der Mom angucken. Hinter dem Haus. Das muss dieses Teil sein, was wir ja schon gesehen haben. So, das müssen wir anzünden. I miss you every day, Mom. War denn jemand hinten im Gebüsch? Ich dachte, hier hätte da was gesehen. Die Werwölfe wieder, du. Da ist richtig was los. Okay, ich frage mich, wann dieser Director kommt und uns unsere Aufgaben gibt. Ah ja, Feuerholz. Da müssen wir es hin tun. Was ist denn das da? Ein Auge? Okay, bring firewood inside und dann Nanas Food essen. Wir sollten vielleicht das Licht nochmal anmachen. Die Shed müsste hier sein, da wo wir den Schlüssel geholt haben. Feuerholz, Feuerholz. Da haben wir es doch. Wer ist an meinem Auto? Da hat jemand einen Zettel drauf gemacht. Haben wir ein Inventar? Take. Na gut, wir machen erstmal alles so. Hang keys up and go to bed. Eat Nana's food. Ah ja. Alles klar, muss ich vielleicht noch abschließen. Nana's cooking can't be beat.
Okay. Nanas Essen kann nicht geschlagen werden. Okay, go to bed. Das ist dann wohl unsere Aufgabe jetzt. Ruhe hier. Was zum Teufel? Ich will mal eben ein bisschen umgucken hier. Ach, wir haben schon wieder kein Spiegelbild. Omi hat aber viele Hausschlappen. Da hinten standen auch schon welche rum. Hier. Na gut, für jeden Raum einen, ne? Ich glaube, die Japaner machen das auch so. Habe ich zumindest mal gehört. Kann natürlich auch Quatsch sein. Glock. Da hat sie ihre Knarre drin, du. Okay, ich kann nicht aufs Klo gehen. Eigentlich soll man immer aufs Klo gehen, bevor man ins Bett geht. Feuerholz ist an. Oh, der gute Wein. Fine Selection. Omi trinkt sich mal gerne ein. Das ist Telefon. Türen können wir nicht zumachen. Er kann eigentlich gar nichts hier machen. Okay, dann würde ich sagen. Ah, oh, gut. Er spendet bei uns. Wie heißt der nochmal? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Das Fenster machen wir jetzt zu. Warte mal, da hinten war auch noch ein Fenster. Das machen wir auch zu. Sicher ist sicher. Ich möchte nämlich nicht, dass hier einer reingeklettert kommt. Wie hieß er denn nochmal? Ich muss mal gucken. Das stand, glaube ich, hier. Ace. Ace. Wie das Ass. Nein, stopp. Ja. Ja. Weg. Wie das Ass. Gut, dann gehen wir mal. Oh, guck mal, hier hat es auch noch welche. Praktisch. Gut. Es ist voll cool, dass wir einen Hund haben. Da stand er links. Links am Fenster. Habt ihr es gesehen? Da habe ich das verdeckt. Ace? Ace? Hier hängt jetzt ein Poster. Starman. Ruhig. Okay. Untersuche. Deswegen Ace Bird. Flashlight. Press F to equip object. Kommt ein Zug? Und ein Messer. A knife. Oh shit, I've got a bad feeling about this. Pick up a knife and place it inside. Nimm das Messer auf und bring es nach drin. Messer, ich habe ein schlechtes. Oh, hier ist jetzt auf. Die Klappe war vorher nicht auf. Ich hoffe nicht, wir müssen Hundi abstechen. Oder so eine Scheiße. Ja! Es ist Content. Es beruhigt, denke ich mal, heißt das. Okay, das Messer müssen wir hier hin platzieren. Machen wir das mal. Shit, the duffel bag. Can't leave that out in the rain. Irgendeine Tasche. Ich kann sie nicht draußen im Regen lassen. Das ist ein Duffel. Das hier? The duffel bag. Irgendeine Tasche. Das hier. Didn't I leave it here? Weird. Guess I'll check the shed next. Okay. Ich hab sie nicht hier gelassen. Hab ich sie nicht hier gelassen? Ach so, die Tasche war auf dem Auto. Soll ich als nächstes die Hütte überprüfen? Bring die Tasche in dein Zimmer. Hier sind wieder diese Smiley-Dinger. Was soll das? I'll just take this to the bedroom for now. Einfach ins Schlafzimmer erstmal. Okay. Drop it. Drop it. Oh Gott.
I should take a nice, long, hot bath before the rain is the death of me. Okay. Ich sollte erstmal ein langes, entspanntes Bad nehmen. Ich weiß ja nicht. Hätte ich sie jetzt fallen lassen müssen, damit er vollkommen zufrieden wäre? Was steht da? Find all kitchen in the kitchen. Wieso kann ich das nicht lesen? Ansehen? Was steht da? Find all kitchen. Ich weiß nicht, in the kitchen. All bedroom objects are... Keine Ahnung. Im bathroom. This note is written to and has useful infos. Also, it doesn't contribute to trigger, it is just... If you can read all this... Okay, ich glaube, es ist ein Joke. Okay, gehen wir mal ins Badezimmer. Oh, wie romantisch! Candle. Oh, okay, okay, okay. Ich hätte gerne etwas Privatsphäre hier beim Baden. Ich glaube ja schon, dass wir, Ace! Fuck! Was lag da vor? Nein, hab ich nicht. Erstmal nackt durchs Haus rennen. Ace? Finde draußen Ace. Ace? Gucken wir mal bei der Hütte. Wehe, der flüstert mir nochmal ins Ohr. Ace? Vielleicht im Garten? Da ist er doch. Ace, was ist los? Little shit. Got me worried. Don't go running off like that. Come on, buddy. So. Ab nach drin. Oh, wie cool das ist mit dem Hund. Geh ins Bett. Genug gebadet hier. Die Kerzen lassen wir mal an, was soll schon passieren? Bleib bloß im Bett, Junge. Uhr 7, Mitternacht. Ace ist schon wieder verschwunden. Find Ace. Okay, wir können die Kerzen anzünden. Hier ist ein Oscar oder sowas in der Art. Starman. Sieht irgendwie anders aus als gerade, oder? Oder liegt das jetzt nur in der Beleuchtung? Package. Ein Paket. Hallo?
wird immer schlimmer. Wind's picking up. I should move Nana's wash bins to the shed. Wash bins to the shed, okay. Du bleibst mal hier, wa? Also Wäsche was? Wäscheeimer? Wäschegefäße in die Hütte bringen. Aber wo sind sie? Die hier? Ist ganz wichtig, dass wir die jetzt wegpacken. Na gut, machen wir das. Drei Stück gleich. Der Arme. Wird er vom Blitz getroffen? Ist natürlich gefährlich. Ich glaube, da hinten lag noch einer im Garten, oder? Ja, ist ziemlich cool gemacht, so von der Atmosphäre, mit dem Blitz, mit dem Wind, die Bäume, richtig cool. Einer noch. Liegt vielleicht auf dem Boot. Nein, muss noch irgendwo im Garten liegen. Hier vorne ja nicht mehr. Da unten vielleicht das da. Nee. Sieh dir das Paket an. Okay. Ah, was für ein Sauwetter. Was ist open before? Ist nicht vorher ungeöffnet? Ace, warst du das, mein Junge? Hast du das Paket aufgemacht? Ein Funkgerät. Hallo? Press spacebar to continue. Hello? Anyone there? Hello, Cole. How was the drive here? I hope it wasn't too uncomfortable for you. It has been a few years since you visited your old family home, hasn't it? Okay, hello, Cole. Wie war der Fahrt hierhin? Ich hoffe, es war nicht so unbequem für dich. Es ist schon ein paar Jahre her, dass du dein altes Familienhaus besucht hast, nicht wahr? Who is this? The director of your next film. Cole, I've got a role for you to fill, and I know you're hankering for some work. Der Regisseur deines nächsten Films, Cole. Ich habe eine Rolle für dich, die du erfüllen sollst. Und du weißt, dass du quasi ein bisschen Arbeit benötigst. I'm not desperate enough to work with someone pulling some shady shit like this. If you want to work together, drop the Psycho Stalker Act and contact my agent. Goodbye. I wouldn't be so fast to turn me down, Cole. Hear me out, at least. Okay, Ende ist nicht interessiert. Er soll seinen Manager anrufen, wenn er tatsächlich mit ihm eine Rolle anbieten will und soll diesen Psycho-Scheiß lassen. Okay, ich wäre nicht so schnell mit meiner Meinung, Cole. Hör mich doch erst mal an. No. Now leave me the hell alone, or I'm gonna call the police. Lass mich in Ruhe, ich rufe die Polizei an. Okay. Jetzt geht's rund, wa? Go to bed. Ich sollte auch dieses Fenster schließen. Warum sind alle Fenster auf? Ich hab die nicht aufgemacht. Ein Uhr nachts. 1:02 Uhr. Ace? Und Ace ist schon wieder weg. Warum sind da so viele Aufkleber? Kann ich die alle abnehmen?
das nicht merken würde. Ach Mann. Wait, where's my keys? What the fuck? Didn't I put them in the holder? Was ist mein Schlüssel? Habe ich den nicht da hingehangen? Okay, das Messer ist noch da. Ace! Ace! Contact Director, den Regisseur anrufen. What the hell did you do with my dog? Now, now, don't get saucy. Little Ace isn't dead yet. Wo ist mein Hund? Werd nicht wütend. Der kleine Ace ist immer noch nicht tot. Hm? Where is he? Wo ist er? I've got him right here with me. And if you want to see him again, you'll play along. Now, I was generous enough to do this out of the kindness of my heart. But it looks like you need some extra motivation. Follow my instructions, and you'll get Widow Ace back. Okay, wir sollen tun, was er sagt, dann bekommen wir Ace zurück. Der ist bei ihm. Was? What do you need me to do? Was soll ich tun? That's more like it, Cole. You're going to help me gather footage for a film. Something that'll really blow the socks off our viewers. How about we start off with something simple to ease into it, huh? For this scene, I'd like for you to go behind your house and pick up the present I left for you. With it, you're going to vandalize your mother's favorite tree. I know the relationship with your mother wasn't the greatest while she was alive, so why not take this chance to blow off some steam and show off your true feelings? Fine. Don't hurt Ace, please. Why, Cole? That depends on you holding your end of the bargain. Oh, and obviously don't try to contact the police. You wouldn't want to see me upset, would you? Now, let's get to work, shall we? Okay, also er möchte, dass wir eine Rolle in seinem Film spielen. Wir müssen tun, was er sagt. Und wir sollen zuerst ein kleines Geschenk, eine Sprühdose hinterm Haus wegholen und den Lieblingsbaum der Oma besprühen. Weil seine Beziehung, als sie jünger war, ja nicht so gut war. Und wir müssen das alles tun, damit Ace nicht zu Schaden kommt. Und wir sollen natürlich nicht die Polizei anrufen. Die Möglichkeit hätten wir natürlich auch. Tja. Ist nur ein Baum, oder? Und Farbe kann man wieder abmachen. Aber wie mache ich das jetzt? Vandalize Mom's Tree. Ach, Mom's Tree? Hä? Aber wie? Wie tue ich das? Ach so, den Sack muss ich auch mitnehmen. Ich will das aber nicht. Entschuldigung. Was, wenn wir einfach abhauen? Können wir nicht. Was, wenn wir die Polizei rufen? Wo war das Telefon? Call Police. Wie finden wir raus, wo der Typ sitzt? Der muss ja irgendwo in der Nähe sein. Wenn wir einfach mal ein bisschen durch den Wald laufen. No backstage access for you. Okay. Ace? Wait, where's my keys? What the fuck? Didn't I put them in the holder? Ace? What the hell did you do with my dog? Where is... Okay. Fine.
Okay, also abhauen können wir nicht, suchen können wir nicht. Können die Polizei rufen oder wir können das Andenken der Mutter beschmutzen. Das ist natürlich hart, aber um den Hund zu retten, tue ich das natürlich. Vandalize oder nevermind. I'm so sorry, Mom. Krieg jetzt meinen Hund wieder. Sorry. It's done. Now give me back my dog. Whoa, whoa, don't be so hasty. I haven't gathered nearly enough footage for the film yet. We still have work to do. Oh, nicht so schnell. Wir haben immer noch nicht genug Aufnahmen für den Film. Wir müssen immer noch Arbeit vor uns. Was? That wasn't the deal. Now, where's Ace? Quiet! If you don't shut up and do as you're told, the dog will die and you will join it soon after. Sehr ruhig. Wenn du nicht tust, was ich sage, wird der Hund sterben und du wirst ihm bald folgen. What's next? Was soll ich als nächstes That's tun? That's the spirit. Now, I want you to grab that duffel bag you brought home with you. I know what's in the duffel bag, Cole. All the money you stole from your charity. And you thought to bring it here with you? Not smart, Cole. Not smart at all. Okay, ich weiß, was du tun sollst. Du sollst die Tasche holen und was da drin ist. Das Geld, was du von deiner Charity gestohlen hast, also von deinem Wohltätigkeitszweck. Und das bringst du hierhin mit? Das war nicht clever, Cole. War nicht clever. What the hell was I supposed to do with it? It's not like I could take it to the bank. Listen, I'm not here to question your life choices. That's for your fans and the police. What you're going to do is get rid of the evidence. Burn every last dollar in that bag. Okay. Wir sollen das Geld verbrennen. Alles klar. Warum nicht? Ist ja nur Geld. Der Hund ist mir wichtiger. Burn, burn, burn. Burn the money. All that work. Down the fucking drain. Smile. I burned it all. I don't know how this is gonna help me, though. It won't, Nimrod. But it does make for good footage. You'll be viewed as this compassionate, regretful man seeking to make amends for his past crimes. Probably. I don't know. I don't really know. I'm not people. Mach dir keine Sorgen, Dummkopf. Aber es macht gute Aufnahmen aus. Diese Aufgabe wird quasi gut dafür sein, deine vergangenen Verbrechen wieder gut zu machen. Vielleicht, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin nicht quasi der Zuschauer. It's better not end up with me in a prison cell. Alright, Cole. Next scene. Do you remember when you were filming your last movie? Your stunt double had an accident on set because you were too hungover to act. Now, I would have liked to have had you recreate that accident, but we don't have time or resources for it. So instead, I'm going to have you take a knife and cut off your own finger. Simple enough, right? Okay, also bei deinem letzten Film erinnerst du dich an einen Stunt-Double? Der hatte einen Unfall, weil du noch zu betrunken warst oder einen Kater hattest von der Nacht davor. Jetzt musst du diesen Unfall nachstellen und musst dir mit dem Messer einen Finger abschneiden. Ganz einfach, oder? What? No! That accident was his fault, not mine. He was supposed to be a fucking professional. I'm Cole Westwood. I'm too hungover to do my job. You want to see your dog again, Cole? Do the scene. If not, well then who's to say what'll happen next? Bla bla bla, ich bin Cole Westwood. Ich hab so großen Kater, meinen Job zu tun. Möchtest du deinen Hund wiedersehen, Cole? Dann mach die Szene. Falls noch, dann nicht, dann weißt du, was folgen wird. Okay, komm, wir machen mal alles. Wir machen mal alles, was du sagst. Cut, Finger auf. Ach! Fuck! Oh, fuck! Fuck! Fuck!
Der Hund ist es mir wirklich wert. It's done, you fucking psychopath! Holy shit! Holy shit, Cole, you crazy motherfucker, you good shit! That is going to be a killer movie when we're done. Ooh, it's going to be awards for the both of us. Fat stacks of cash in my head. Oh, I can't wait. We've only got two scenes left now. Two scenes. Okay, oh, holy shit. Cole, du bist ein verrückter Teufelskerl. Gut gemacht. Das wird ein Killerfilm, wenn wir fertig sind. Und wir werden Preise für den Film, für wir beide werden das kriegen. Und große Haufen von Geld in unsere Hände. Oh, ich kann es kaum erwarten. Wir müssen noch zwei Szenen schießen. Nur noch zwei Stück. What did I do to deserve this? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Was soll ich denn als nächstes tun? I left you a present in the back of your truck. Bring it in and set it up, would you? What's he want this time? Okay, er hat ein Geschenk bei uns hinten im Truck. Wir sollen es reinbringen und aufbauen. Was ist wohl diesmal? Wo sollen wir es denn aufbauen? Ah, hier hin. Dann war das wohl der letzte Film, den wir gedreht haben. Eine Kamera. There. It's all ready. Good. Now, here's the fun part. You're going to sit in front of that camera and confess all of the horrible things you've done. I haven't done anything wrong, damn it. Shut up, sit down, confess, or be punished. Okay. I'm not hearing any confessing. Fine. Fuck. Okay, wir sollen uns hinsetzen und sollen alles gestehen, alle bösen Sachen gestehen, die wir getan haben. Confess. Confess your sins. Let's see. I hadn't visited my mom in years. Before she died, I mean. She kept inviting me up for Thanksgiving or Christmas, but there's always something else. Wonder why she didn't just come and visit me. Okay, lass uns mal sehen. Ich habe meine Mutter seit Jahren nicht besucht, bevor sie gestorben ist, meine ich. Sie hat mich immer wieder eingeladen für Thanksgiving und Weihnachten, aber es war immer was anderes zu tun. Ich frage mich, warum sie nicht gekommen ist, um mich zu besuchen. I mean, why should I have to be the one who has to drive 6.5 hours upstate just to see her? I had more important things to do. Things that were actually worth my time. She should have tried harder, not me. Ich meine, warum sollte ich erstmal 6.5 Stunden durch die Staaten fahren, um sie zu sehen? Ich hatte wichtigere Dinge zu tun und die wirklich meine Zeit wert waren. Sie hätte sich mehr Mühe geben sollen, nicht ich. I stole money from my charity. Tens of thousands of dollars. The money was supposed to go to those kids and I just took it from them. Ich habe Geld von meinem Wohltätigkeitszweck gestohlen. Zehntausende, über Tausende von Dollar. Das Geld sollte eigentlich an diese Kinder gehen und ich habe es einfach für mich genommen. But I needed it more. I did. The bank was going to repossess my cars. I couldn't let that happen. Acting doesn't pay what it used to. Aber ich brauchte das Geld mehr. Ich brauchte es. Die Bank wollte mir meine Autos wieder wegnehmen. Und ich konnte es nicht zulassen, weil die Schauspielerei nicht bezahlt wird, wie sie sein bezahlt werden sollte. And yeah, I cheated on her. My wife. Ever since our son was born, she's just been horrible. Inside and out. Always needing things and bitching about this or that. Und ja, ich habe meine Frau betrogen. Seitdem unser Sohn geboren wurde, war sie einfach nur schrecklich, von innen und von außen. Sie brauchte immer irgendwelche Sachen und hat immer nur über dies und das rumgemeckert. So when her sister came on to me, could you blame me? I was just trading him for the younger model. That's all. She'll get over it. She always does. Also als ihre Schwester auf mich zukam, kannst du mir die Schuld geben? Ich habe sie ausgetauscht gegen ein jüngeres Modell. Das ist alles. Sie wird darüber hinwegkommen. Das tut sie immer. Yeah. Yeah, I happened to be drunk on set that day. So what? Is it my fault that dumbass had to take my place for the stunt?
My fault he didn't stand at the right fucking spot and lost his arm? Und ja, ich war betrunken an dem Tag vor dem Set. Also, was soll's? Es ist meine Schuld, dass dieser Dummkopf meinen Platz eingenommen hat für den Stunt. Und es ist meine Schuld, dass er nicht auf der richtigen Stelle stand und seinen Arm verloren hat. He should have been more careful. Some professional he was. He didn't deserve that payout the company gave him for his troubles either. Hell, if anything, it should have gone on me for making us waste a day of filming. Er hätte vorsichtiger sein sollen. Er ist ja schließlich professionell. Er hat nicht verdient, dass sie ihn auch noch bezahlt haben für die Probleme, die er hatte. Zum Teufel. Was für eine Verschwendung, diesen Film zu machen. There. Done. Happy now? You're not fertig, glücklich? Yet? Cool. What did you think this was? Du bist noch nicht fertig. Cole, was denkst du, war das hier? What? That's it. All of my confessions. There's nothing else to say. Don't lie to me, Cole. I know what happened on that road. Had a few too many drinks, did you? Thought even with all those martinis, I could still drive home. You really thought you'd be fine? Lüg mich nicht an, Cole. Ich weiß, was passiert ist damals auf der Straße. Du hast zu viele Drinks gehabt, nicht wahr? Du dachtest, mit all diesen Martinis, die du drin hattest, könntest du immer noch nach Hause fahren. Du dachtest wirklich, dass das okay wäre? You couldn't. That's impossible. There was no one else there. Confess, Cole. Let me take those weights off your shoulders. Du kannst das nicht wissen. Du, niemand war da. Gestehe, Cole. Lass mich diese Last von deinen Schultern nehmen. I killed a man. Ich habe einen Mann getötet. Keep going. Das ist es. Mach weiter. I was on my way home from a party. I'd been drinking all night. And he came out of nowhere. I stopped and checked on him, but he wasn't breathing. So I got back in my car and I left. Ich war auf dem Weg nach Hause von einer Party. Ich habe die ganze Nacht durchgesoffen und er kam einfach aus dem Nichts. Ich hab angehalten und hab geguckt und hab ihn angesehen, aber er hat nicht mehr geatmet. Also bin ich zurück in mein Auto und bin weitergefahren. I didn't want to leave him. I swear. But I couldn't help him. He was in pieces, scattered across the fucking road. So I went home. And the next day, I called my Nana, and I asked if I could stay at her place for a while. And so, you came here to hide from the world, to hide from everything you've done. You're a coward, Cole, through and through. Okay. Er war in Stücke zerrissen und er konnte nichts mehr für ihn tun. Also habe ich meine Oma angerufen und habe gefragt, ob ich ein paar Tage da bleiben kann. Und so hast du es also getan. Du bist hier hingekommen, um dich vor der Welt zu verstecken. Vor allem verstecken, was du getan hast. Du bist ein Feigling, Cole. Durch und durch. Shut up. Halt die Fresse. Soll ich es jetzt confessen hier? Hab ich schon. As much as I've enjoyed our time together today, Cole, all good things must come to an end. So sehr ich unsere Zeit auch genossen habe, müssen alle Dinge irgendwann mal enden. So this is it? After all this, I'll finally be free? You'll let me go? Of course! Simply finish the last scene and I'll be out of your hair for good. I promise. Also nur noch eine Szene und dann lässt du mich gehen, dann ist alles vorbei? Natürlich. Einfach nur eine letzte Szene drehen. Und dann bin ich weg von dir. Ich schwöre es. Alright. Let's get this over with. Okay, always with the rush, Cole. Slow down. Smell the roses, eh? Immer in Eile, Cole. Langsam. Riech an den Rosen, ne? Just tell me what it is you want, so I can be done with you and with all of this. My jeez. Don't get your panties in a twist. Last scene is a simple, easy one. Burn down your grandmother's cabin. Die letzte Szene ist einfach. Brenn die Hütte deiner Großmutter nieder. What? Come on, Cole, don't play dumb. I know you heard me. You're going to burn down your Nana's house.
burn it to the ground and walk away from the life you knew. Komm schon, Cole. Spiel nicht den Dummen. Du hast mich verstanden. Du wirst das Haus deiner Oma niederbrennen und dann einfach weggehen von dem Leben, von dem alten Leben, das du kennst. Why? She doesn't deserve to be homeless. Leave her out of this. Cole. You lied, cheated, stolen, and even killed your way through life. And you thought it wouldn't come back to bite you? What makes you so special? Cole, du hast gelügt, du hast betrogen, du hast gestohlen und hast sogar getötet auf dem Weg durch dein Leben. Und du dachtest, du würdest wegkommen, ohne gebissen zu werden. Was macht dich denn so besonders? That was me, not her. Punish me. Aber ich war es, nicht sie. Bestrafe mich. You're going to get what's coming to you one way or another. But I don't think that's enough. This bad energy you got going on, it's got to go somewhere, you know? Burn it down, Cole. Haven't you walked away from enough? Okay. Brenn's einfach nieder, Cole. Bist du nicht schon vor vielen Sachen einfach davon gelaufen? Und er möchte quasi, dass mehr passiert, als dass ich bestraft werde. Brenn das Haus nieder mit Feuerholz. Mit Feuerholz. Okay. Burn the house. Komm, wir machen alles, was er sagt. It's all burning down. Okay, es brennt alles nieder. What have I done? Was habe ich getan? Ace! Ah. At least you're okay, buddy. Come on. Let's go home. It's time for me to atone for everything I've done. Okay. Aber Ace ist frei. Cole Westwood ist zurück in sein Haus nach Kalifornien gekommen und hat sich selbst der Polizei gestellt. Nach einem kurzen Prozess mit einem vollständigen Geständnis wurde Cole zu 10 Jahren Haft für seine Verbrechen verurteilt. Seine Opfer konnten Frieden finden mit dem Wissen, dass Gerechtigkeit getan wurde und er es verdient hat. Cole selber, tja, schade. The Director's Disorder. Vielen Dank, dass du das Spiel ausprobiert hast. The Director's Disorder ist ein Versuch von uns, etwas außerhalb unserer Komfortzone zu tun. Wir werden mehr Sachen wie diese tun, in verschiedenen, ja, in Releases, die ein bisschen Platz dazwischen haben. Also lass uns deine Gedanken wissen. War es vielleicht gut? Ist es eine Serie, die wir weitermachen sollen? Lass es uns wissen auf all deinen sozialen Kanälen. Wir würden es schätzen. All dein Feedback und die Kritik. Just Source Studio. Ja, ich fand's richtig cool. Ich überlege sogar, ob ich einen zweiten Durchlauf mache und mal alles nicht mache, was der Director sagt. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und man läuft so quasi durch das Spiel, weil man so geführt wird. Sowas mag ich, ja. Letztendlich ist es auch nur ein Walking-Simulator, wo man Entscheidungen treffen muss, aber eine interessante Story dahinter. Aber witzig, dass wir nicht abhauen konnten. Also, falls ich noch eine zweite Runde spielen soll, indem ich alles, nicht alles mache, was der Director sagt, oder vielleicht nur die Sachen, die, ja, wie soll ich sagen, die Sachen, die ich für okay erachte, dann lasst es mich wissen. Dann spiele ich noch eine Runde. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.